das hier ein Erfolg, dass wir hier in der Endrunde teilnehmen dürfen. Das war auch eigentlich auch das Ziel. Alles Weitere, was wir hier heute erreichen können, ist zu groß. Und habt Spaß heute, spielt Fußball, so wie wir letzte Woche beim Herrn aufgetreten sind, mit Herz, ja, Kopf hoch, Brust raus und jeder kämpft für jeden. Und denke mal, dann wäre vielleicht für eine kleine Überraschung sorgen. Okay? Ja, hallo, wir, die JSG Südweser, treten heute beim Hallenmasters der A-Jugend an. Ja, mit dem Ziel, dass wir ja, eine gute Rolle in unserer Gruppe spielen, gehen ohne Vorbelastung rein, sind, glaube ich, mit nicht die Favoriten in unserer Gruppe. Dritte Platz in der Gruppe wäre ein tolles Ergebnis für uns. Und alles andere sehen wir weiter. Jungs sind motiviert und hoffe, dass wir ein schönes Turnier spielen können und auch die Zuschauer begeistern können. Ja, welche Erwartungen haben wir heute an das Masters-Finale? Halbfinale wäre sicherlich schön, wird ein schwerer Weg, das ist uns bewusst. Wir schauen mal, was so geht. Erstes Spiel ist wichtig, dass wir gut reinkommen, Autal, da 3 Punkte holen. Dann ist, denke ich mal, alles offen. Schauen wir mal, wie das Turnier verläuft. Wir sind guter Dinge, sind gut bewaffnet und ja, schauen wir mal, was rauskommt am Ende. Ja, hallo zusammen, wir vom SC Autal haben uns hier qualifiziert in der Vorrunde. Ja, wir gehen hier heute rein, wir haben nichts zu verlieren, wir sind hier der Kreisligist, wir sind eine der klassentiefsten Mannschaften, die hier spielen, haben jetzt im ersten Spiel schon gut dagegen gehalten, gegen Rittel einen Punkt abgerungen und jetzt wird es entscheidend sein, wie wir die nächsten beiden Spiele angehen, aber es wird über Leidenschaft, Kampf und Willen heute entschieden. Hier in der Halle kann jeder jeden schlagen. Und von daher freue ich mich auf ein gutes Turnier und denke, wir sind hier nicht der komplette Außenseiter und freue mich, wenn wir weiterkommen würden. Thank you.
Thank you.